Ahoi, mein Name ist Kip Supernova. Willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute das erste Video aus der Rubrik Squid Talk. Ich lasse einfach mal ein paar Splatoon-Videos, Spiele-Videos, die ich selbst gespielt habe, laufen und erzähle euch ein bisschen dies und das über meine Projekte, über meine Gedanken, über meine, naja, Sorgen und Ängste nicht so, weil das soll kein Depri-Kanal werden. Zuallererst, mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass ich Splatoon nicht mehr zum Spaß spiele, sondern um Aggression abzubauen, weil die Zeit macht mich irgendwie immer mehr aggressiv. Es gibt Zeiten, wo ich mir denke, hat das überhaupt alles einen Sinn, was ich so mache? Ich meine jetzt nicht YouTube. YouTube ist eine reine Spaßsache für mich. Also ich werde mir da keine Illusionen machen, mit YouTube reich zu werden. Sondern eher so das Leben allgemein. Ihr kennt ja bestimmt den Spruch, man bereut die Dinge, die man nicht getan hat, mehr wie die Dinge, wo man getan hat, vielleicht. Und ist vielleicht in manchen Bereichen zu zögerlich und entscheidet sich dann falsch oder man entscheidet sich überhaupt nicht und sagt, ach, ich lasse alles so, wie es ist. Das hat mir in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass mir das nie gut getan hat. Ich habe viele Dinge sausen lassen, weil ich mir zu unsicher war oder gedacht habe, naja, klappt das oder klappt das nicht. Habe auch auf falsche Leute gehört. Deswegen, manchmal gehen mir solche Sachen durch den Kopf. Und ich habe aber herausgefunden, wenn man darüber redet oder einfach mal, darüber redet. Ja, ich rede ja mit euch jetzt darüber, bis ihr gibt mir jetzt keine Antwort. Also rede ich eigentlich mit mir selber, dass man dann besser darüber nachdenkt und das Ganze besser verarbeitet. Und früher hat man gesagt, oder früher hat man Tagebücher geführt, um besser nachzudenken. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich noch Leute, wo Tagebücher führen? Schreibt man in die Kommentare, wer führt ein Tagebuch? Ja, hahaha. Ich kann es hier ruhig erzählen. Es ist zwar ein Geheimprojekt, wo ich vorhabe, aber da hier vielleicht höchstens 10 Leute zuhören oder zusehen, verrate ich ja niemandem mein großes Geheimnis oder ein Staatsgeheimnis. Ich habe vor, wieder Comics zu machen, also richtige Comics. Und meinen Zeichenstil, den möchte ich gerne beibehalten, auch den Erzählstil. Aber die Zeichentechnik würde ich gerne verändern. Ich bin eigentlich ein Verfechter der traditionellen Zeichentechniken. Das heißt mit Fineliner, mit Aquarell, mit Tusche. Und das möchte ich auch beibehalten, indem ich Artworks, Titelcover und so weiter oder Präsentationen fürs Internet traditionell zeichne und die Geschichte selbst, also das Comic selbst, mit Digitaltechnik. Ich habe vor mir so einen Bildschirm, so einen Touchscreen-Bildschirm zuzulegen, wo man direkt auf dem Bildschirm zeichnen kann. Und da gibt es auch Software dazu. Ich kann euch dann in einem der nächsten Videos das genauer erzählen, wenn ich mich entschieden habe. Ich sage sehr viel gell? Ja, gut, das ist alles aus dem Bauch raus. Ich mache nie ein Skript, wenn ich etwas rein hier babble. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ne, zurück zum Thema. Und um was es in dieser Geschichte geht? Es geht um Dinosaurier, die aber in unserer heutigen Zeit leben. Es sind anthropomorphe Wesen dabei, sind Menschen dabei. Die Hauptfigur ist Patrick, ein Pirat und Meisterdieb, der ein magisches Dinosaurier-Amulett stiehlt. Und die Surf Raptors, so ist auch der Titel der Geschichte, Surf Raptors, sind dann hinter ihm her, beziehungsweise das ist eine Surfer-Action, ein bisschen Fantasy-Hauchgeschichte, wo auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko spielt. Dazu aber ein andermal mehr. Danke und tschüss.